Herzlich willkommen zu eVision Live. Ich, Alexandra Kleberg, bin heute wieder alleine, weil da organisatorisch einiges schief oder ein bisschen schwierig gelaufen ist. Ich hoffe, das passt auch so. Wir hatten ja die letzten Male viel über Angst gesprochen, dann wieder über Freiheit. Und heute würde ich das Ganze nochmal gerne vertiefen. Und das Thema wäre, sich in sich selbst zu Hause fühlen. Im Englischen nennen wir das Homing Thoughts. Da habe ich jetzt aber keine bessere Übersetzung gefunden. Es geht einfach darum, wie fühle ich mich in mir selbst zu Hause, damit ich mich auch wirklich frei entscheiden kann oder frei handeln kann, damit nicht unbewusst irgendwas ist, was dann doch gegen mich läuft. Also wir hatten die Themen Freiheit und Angst. Und um diese Spannung zwischen Sicherheit und Freiheit oder dem Bedürfnis nach Sicherheit und Freiheit zu überbrücken, braucht es eigentlich eine optimale Entwicklung. Das heißt, von klein auf viel Geborgenheit, viel Unterstützung, viel Wertschätzung und natürlich auch Spielräume, sich zu entfalten. Und was ich ganz wichtig finde, das sage ich meinen Gruppen auch immer und da kommen auch so manche Aha-Erlebnisse, ist, ich erkläre das Wort gerne Autonomie und Autarkie. Bei der Freiheit geht es natürlich auch um Selbstständigkeit und beide Worte meinen selbstständig. Ich bin autark, ich bin autonom. Autark kennen wir auch aus der Wirtschaft, auch aus ökologischen Projekten, dass wir autark sind, wenn wir niemand anderes brauchen. Das Wort Autonomie wird ein bisschen mehr verbunden mit dieser Entwicklung zur Freiheit, zur eigenen Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit. Aber es gibt einen ganz anderen psychodynamischen Unterschied, wie ich diese Worte auch gerne benenne oder verwende. Und das heißt, für mich autonom ist ein Mensch, der sozusagen von klein auf viel Unterstützung gehabt hat. Da geht das kleine Kind an die Herdplatte und probiert aus und es sagt aua, 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 weil die Platte heiß war und es geht zurück zur Mama oder zum Papa und der sagt, alles gut, ich bin da. Oder es wird vielleicht im Kindergarten gemobbt oder geärgert und da ist jemand im Rücken, der hilft, der unterstützt, der stärkt. Oder es hat in der Pubertät irgendwelche traumatischen Erlebnisse und da ist jemand im Rücken als Schutz, als Stärkung, als Unterstützung. Das heißt, ich werde selbstständig mit einem Gefühl von Sicherheit. Ich werde frei mit einem Gefühl von Sicherheit, weil ich weiß, es sind Menschen da, die mich lieben, die mich unterstützen, die mich stärken, die mich behüten. Und das macht ganz viel aus, weil ich erkunde dann die Welt mit einer Neugierde, vielleicht auch einem Abenteuergefühl und vor allen Dingen mit einer Sicherheit. Und so läuft eigentlich die optimale Entwicklung, dass ich gleichzeitig in einen Raum von immer größerer äußerer Freiheit gehe und innerlich mich immer sicher getragen fühle oder auch das Gefühl habe, na gut, ich verbrenne mich mal an der Herdplatte, ich mache da vielleicht mal irgendwas, was schwierig ist oder irgendwelche scheinbar negativen Konsequenzen hat, aber da komme ich auch durch. Ich weiß, da ist Hilfe und ich schaffe das irgendwie. Und das macht ein sattes Gefühl von Sicherheit und ein offenes Gefühl von Freiheit, Autonomie. Ich bin autonom. Autarkie meint psychodynamisch was völlig anderes. Das heißt, ich bin geboren mit einer Menge an Lebenskraft, vielleicht auch Mut und Abenteuerdrang und Wünschen und Sehnsüchten und was weiß ich. Und auch Experimentierungsfreude, aber im Wesentlichen mit genügend an Kraft. Und es gibt aber keinen Halt, da ist keine Mama, die mich tröstet, wenn ich auf die heiße Herdplatte lange. Da ist niemand da, der mich tröstet, wenn ich im Kindergarten oder so beschimpft werde. Da ist niemand da, wenn ich mal versage, wenn ich Fehler mache oder so. Das heißt, ich muss selbstständig werden aus einer Not heraus, nicht aus einer Sicherheit heraus, sondern aus einer inneren Not heraus, weil niemand da ist und ich die einzige Person bin, die sich kümmern kann und ich muss da irgendwie Wege finden.
Das eine ist, ich bin aus einer Fülle heraus sicher und selbstständig. Und das andere ist, ich bin selbstständig aus einer Not heraus, nämlich weil keiner da ist. Und ich sagte nochmal, das sind Menschen, die genügend Lebenskraft haben. Es gibt da welche, da ist das alles so elendig gelaufen, dass die einfach innerlich vergehen und manche sterben ja auch, wenn sie einfach nicht diesen Rückhalt und diese Sicherheit haben. Die meisten Menschen, die in meine Praxis kommen, die sind eigentlich sehr, sehr fit, die sind auch erfolgreich, die haben Karriere gemacht, die haben sich viel beschäftigt mit psychologischen, psychotherapeutischen Theorien, die wissen, aha, da war das und das in der Familie oder das und das war schwierig oder da und da habe ich falsche Gedanken oder schädigende Gedanken. Die kommen eigentlich und sagen, du, ich weiß eigentlich alles und trotzdem geht es nicht in den Körper. Ich weiß, was ich tun möchte, aber ich kann es nicht tun. Ich weiß, wie ich mein Denken, mein Verhalten verändern darf und es funktioniert irgendwie nicht. Und das sind meistens die Menschen, die autark sind. Das heißt, die haben sehr viel Kompetenz und Qualitäten entwickelt aus dieser Not heraus, aber es fehlt sozusagen wie ein gutes, festes, sicheres Fundament. Das heißt, ich vergleiche das gern mit einem Haus, was wir bauen. Ich kann ein wunderschönes Haus mit tollen Steinen, tollen Fenstern, tollen Türen, mit viel Platz, mit viel Licht bauen. Und das macht auch Eindruck und das hat auch gute Materialien. Aber es hat kein Fundament. Das heißt, wenn ein großer Sturm kommt, dann wird es einfach weggepustet. Und so sind diese Menschen, wo da von tief unten keine Geborgenheit und kein Urvertrauen ist. Die sind praktisch so ein bisschen auf Sand gebaut. Das alles, was sie sagen, was sie tun, was sie denken, das hat eine gute Qualität, das ist überhaupt keine Frage, aber es greift nicht tief in unser Sein hinein. Solche Menschen müssen, dürfen dann erstmal abbauen in Form von beispielsweise Burnout oder von Symptomen, psychischen oder physischen, und nochmal neu buddeln und ein richtig tiefes, gutes Fundament bauen, damit sie stark im Leben stehen. Und da kommt jetzt diese Idee rein mit dem, was wir im Englischen nennen Homing Thoughts. Das ist eine Theorie, die wurde schon in den 80er Jahren von John Diamond entwickelt. Und ich finde das Bild eigentlich ganz schön, dieses in sich selbst sich zu Hause fühlen oder in sich selbst ein Fundament haben, in sich selbst stabil sein. Und das kriegen wir eigentlich nur, wie gesagt, wenn wir in der frühen Schwangerschaft, wenn wir in der Kindheit genügend bestätigt, unterstützt, verwurzelt sind. Manche bekommen es auch durch spirituelle Erlebnisse. Manche kriegen eine Ahnung davon durch Liebe in Beziehungen. Aber da habe ich auch Menschen, die haben gute Beziehungen. Die machen das auch gut mit ihren Kindern, aber die hatten eine ganz fürchterliche Kindheit und das kommt irgendwann in Form von Ängsten oder Symptomen dann manchmal doch an die Oberfläche. Und da geht es darum, wieder wirklich zurückzugehen und an diesem Fundament zu basteln. Und das Gute ist auch dieser neuen Zeit, dieser neuen Theorien, dass es nie zu spät ist, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben oder nie zu spät ist, ein Fundament in seinem Leben zu bauen. Und dann diese tollen Steine, die wir haben oder tollen Fenster oder Türen oder Böden oder Kacheln oder so, dann wieder einzubauen. Und dann sieht das Haus vielleicht fast genauso aus, aber das Fundament ist besser. Das heißt, es lässt uns nicht so schnell umstößlich machen oder wir sind nicht so leicht angreifbar, wir sind sicher in uns, weil wir wissen, wir sind tief verwurzelt in unser Sein, in unsere Gefühle und auch in unseren Körper hinein. Und die Übungen, die dafür möglich sind, ist einmal, da habe ich auf YouTube diese Reise nochmal Neubeginn, neue Zeugung, neue Zeit in der Gebärmutter, neue Programmierungen auch nach der Geburt. Das könnte ganz hilfreich sein, um an diesem Fundament zu arbeiten.
Und das kann sein, dass du dir diese Übungen wirklich über vielleicht 100 Tage jeden Tag anhörst, damit sich das tiefer und tiefer und tiefer in dir verwurzelt. Es kann auch sein, dass vorab nochmal dieser ganze Ärger raus muss und der Frust und die Trauer darüber, dass das nicht passiert ist. Und manche kommen aus Familien, da ist das Fundament nicht gelegt worden, aber die Eltern haben auch kein Fundament gehabt in ihrer Kindheit und die Großeltern vielleicht auch nicht. Das heißt, wir kommen ja in vielen Aspekten schon auch aus einer entwurzelten Menschheit, wo wir nicht wirklich uns im Körper spüren, nicht sicher spüren, sondern eher in diesem Modus ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da könnte was passieren. Da kommen wieder Kriege, da kommen Feindschaften, da kommt Frustration, da kommt Grauen oder Albträume oder sonst was. Das heißt, es ist jetzt keine Frage von Schuld oder Zuweisung, sondern wir gehen erstmal davon aus, das gibt es. Ich hoffe, dass es das irgendwann nicht mehr gibt, weil ich finde, jedes Kind, was auf diese Welt kommt, hat das Recht auf ein Fundament, auf Unterstützung, auf Wertschätzung, auf Schutz, auf Liebe. Aber im Moment sehen wir, es gibt viele, die entwurzelt sind und jedes Symptom ist für mich eigentlich ein Kind in Not oder eine Entwurzelung auch. Und da geht es darum, das tiefer aufzubauen. Also einmal wäre der Weg, das zurück in die Kindheit nochmal neu aufzubauen, ein neues Fundament zu legen. Ich habe sogar eine aus den Gruppen gehabt, die ging immer ganz viel auf Baustellen, weil sie sehen wollte, wie das gemacht wird. Da wird ja erstmal gebuddelt, dann wird also bei meinem Haus ist unten erstmal ein Fundament aus Kies, aus 20 cm Kies, weil ich in der Nähe von der Bahn wohne und da gibt es Eruptionen und auf dem Kies kann das ein bisschen schwingen. Das heißt, es ist auch wichtig, ein schwingendes Fundament zu haben, das sozusagen das, was da von außen an Rütteleien kommt, so ein bisschen ausgleicht. Und dann kommt vielleicht nochmal eine Dämmung oder es kommt eine Folie und dann kommt der Beton oder wie auch immer das ist. Es hat verschiedene Schichten, das Fundament. Und ich würde dir allein aus psychischen Gründen raten, dass es schwingend ist, weil das Leben ist manchmal wild, manchmal sind wir mitten im Orkan und da geht es darum, in dieser Mitte des Auges sozusagen ganz fein zu schwingen und nicht voller Starre und Angst gebannt dazustehen. Also das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist auch zu gucken, wie will ich denn sein auf dieser Welt? Also wie glücklich will ich sein? Was erfüllt mich? Was gibt mir Sinn? Was möchte ich in diesem Leben innerlich, von innen heraus erreichen? Und manchmal kann diese Vision einer Zukunft dessen, was ich sein will, was ich könnte, auch zum Fundament werden. Das Fundament sollte einfach stabil, solide und ja, leicht schwingungsfähig sein. Oder ich gucke im Moment und sage, was brauche ich, um hier und jetzt mich stark und kraftvoll zu fühlen? Und ich arbeite ja viel mit Imaginationen und mit inneren Bildern. Und das kann sein, du stellst dir zwei Engel neben dich oder einen Löwen und einen Wolf. Das hat neulich jemand in den Gruppen gemacht. Du kannst dir auch positive Eltern neben dich stellen oder dich in eine Farbe hüllen oder wie die Madonna mit diesem blauen, diese Schutzmantel-Madonna, dir einen blauen Schutzmantel umlegen. Das heißt, du kannst mit inneren Bildern und der Körper kann nicht wirklich entscheiden, ist das eine Imagination oder ist das eine Erfahrung, kannst du dir helfen, das einfach nachzuholen und zwar im Hier und Jetzt. Das heißt, überleg dir oder nimm ein Foto von dir. Und mal darum ein heilendes Bild, ein unterstützendes, stärkendes Bild. Mal dir Figuren, mal dir Farben, bring vielleicht sogar Düfte hinein, die dich beruhigen, die dir helfen, dass die Basis deines Seins sicher und fest wird. Und dann übe diese Bilder immer und immer und immer wieder. Bring sie in den Körper, bring sie in jeden Schritt, in jeden Atemzug, damit sie sozusagen dieses alte Erbe verändern, transformieren und du dich immer sicherer und stabiler und lockerer im Leben fühlen kannst.
Eine weitere Möglichkeit wäre dieser Homing Thoughts, also einen Gedanken, wie ein Mantra zu haben, das dich immer wieder in dir selbst beheimatet. Ich bin liebenswert, ich bin geborgen, ich bin geschützt. Die verschiedenen spirituellen Traditionen arbeiten ja mit Gebeten oder mit Erleuchtungserfahrungen. Du kannst die auch immer wieder üben. Es geht darum, sich in sich selbst zu Hause zu fühlen. Meister Eckhart sagte, Gott ist immer da, nur wir sind selten daheim. Und wir können das auch psychologisch formulieren, die Liebe, die Selbstliebe, das Glück ist immer da, nur wir sind selten zu Hause. Und es geht darum, nach Hause zu kommen, und zwar einfach in sich, in der Weisheit deines Herzens, in der Weite deines Geistes und in diesem wunderbaren Körper. In diesem Sinne, auf geht's!